Hi liebe Cats, ich bin bei einem neuen Let's Play Projekt von Mad-Eye dabei, nämlich zum Fantasy-RPG Lufia. Ich spreche dabei die weiblichen Charaktere und kommentiere mit. Die weiteren Parts werde ich allerdings nicht hochladen, die werden nach und nach auf Mad-Eyes Kanal veröffentlicht. Link in der Videobeschreibung, schaut vorbei. Ich wollte euch mit diesem Video nur darauf hinweisen, dass es das Projekt gibt. Und falls es euch interessiert, wir haben sowas auch schon zusammen zu Final Fantasy 8 und 9 und Secret of Mana gemacht. Aber jetzt viel Spaß mit Part 1 von Lufia! Hallöli ihr Lieben und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten! Herzlich willkommen zu etwas völlig anderem aus dem Hause Nintendo und wer mein Grandia Let's Play verfolgt hat, der weiß schon, was jetzt kommt, denn es ist endlich Zeit für Lufia! Und weil ich das alleine gar nicht schaffen würde, habe ich mir die hübsche Katze im Matrosenkostüm eingeladen. Hallo, ich bin die Sailor Cat. Das lief so. Ich habe gesagt, es ist ein Spiel, das Mäuse übersetzt hat und da war sie nicht mehr zu bremsen. Ich meine, so ganz lief das nicht, aber ja. Er hat versucht, mich mit Mois zu überzeugen oder mit Mois. Ich weiß nicht, wie man den Typen ausspricht. Ich weiß es auch nicht, aber ich finde es gut, dass man die Katze mit Mäusen lockt. Ja, sehr schön. Also ich freue mich auf lustige Übersetzungen. Und davon wirst du reichlich bekommen. Lufia, beziehungsweise im Englischsprach oder generell international Lufia 2. Weil das ist so ein Ding in der deutschen Version. Du erfährst eigentlich nie, wie zur Hölle heißt das Spiel eigentlich Lufia. Weil Lufia kommt in diesem Spiel nicht vor. Ach so, okay. Im Deutschen haben sie sich eine Krücke gebaut, indem sie ein Item nachher so benannt haben. Aber eigentlich ist es wie bei Zelda, es gibt eine Person, die Lufia heißt, aber in Lufia 2 kommt die nicht vor. Ja gut, das kann man so machen. Und wer jetzt denkt, ja, Lufia 2, dann müssen wir doch erst den ersten Teil sehen. Nee, denn der zweite ist ein Prequel und spielt chronologisch am Anfang der ganzen Geschichte. Okay, ein bisschen verwirrend, aber gut. Ich habe nämlich auch keine Ahnung von dem Spiel. Ja, Lufia ist das Beispiel für, man kann in einem JRPG sämtliche RPG-Klischees, die völlig abgedroschen sind, kann man alle erfüllen und es kommt trotzdem ein gutes Spiel dabei raus. Ja, das glaube ich auch, dass das geht. Also ich kann die Handlung auch zusammenfassen mit, du bist der Auserwählte, geh die Welt retten. Und dann geht er los und geht die Welt retten. Und das ist tatsächlich die ganze Handlung, aber es macht trotzdem Spaß. Ja. So, jetzt startet gleich ein Intro. Ich hab das hier die ganze Zeit angehalten, weil gleich ein Intro startet, wo es auch Text gibt. Und Sailor Cat wird hier wieder die weiblichen Figuren sprechen. Ich versuch's, ich gebe mir Mühe. Und Atea, weil die Kenner wissen natürlich, dass Ateas Geschlecht ein bisschen fragwürdig ist. Aber da wir zu dem Zeitpunkt zwei männliche Figuren und eine weibliche und Atea in der Gruppe haben werden, passt das ganz gut, würde ich sagen. Wer meinen Ahnenhöhle-Stream verfolgt hat, der kennt das Spiel natürlich auch schon und das ist jetzt das Hauptspiel. Ja, also das habe ich ein bisschen gesehen. Ja, also die Ahnenhöhle ist quasi Lufia, wenn man die Story weglässt. So, und jetzt Intro. Taito. Und ihr hört schon tolle Musik, die hört Sailor Cat leider nicht. Leider nicht. Lichtkugeln fliegen zu einem Schloss. Und fliegen wieder weg. Und fliegen wieder hin. Und eine fliegt wieder hin. What? What? Meister! Irim, ich möchte dich etwas fragen. Ja, Herr. Werden wir die Welt beherrschen? Welch Frage! Wir sind die Herrscher! Doch warum fragst du, Herr? Die Zeit der Entscheidung naht.
Du meinst, das Lufia-Schwert erklingt? So, da hake ich ja mal kurz ein. Das Ding heißt im Original nicht Lufia-Schwert. Das heißt nur so, weil man sonst gefragt hätte, warum heißt das Spiel eigentlich Lufia? Okay. Wirst du gehen? Jawohl, Herr. Und weg war sie. Mode 7 Weltkarte! Yay! Yeah. Ich erkenne rein gar nichts. Landschaft. Ja, Landschaft erkenne ich schon. Ich weiß ja nicht, wie viel von der Qualität her bei dir noch übrig bleibt. Ja, also ich sehe es, glaube ich, doch ganz gut. Ich sehe ein Dreieck. So, ich entzauber das jetzt mal ganz kurz. Also diesen Arek, von dem wir da gerade gehört haben, den sehen wir im ganzen Spiel nicht. Perfekt. Den haben wir gerade zum letzten Mal gesehen. Diese Erim sehen wir 90% des Spiels nicht. Perfekt. Und diese Triforce-förmigen Inseln sehen wir ganz am Ende des Spiels. Ich habe mir auch gedacht, dass die Triforce-förmig sind. Aber ansonsten, cooles Intro. Ja. Was wollen wir wetten, dass Sailor Cat vergessen hat, wie sie Erim spricht, bis Erim das nächste Mal vorkommt? Ja, safe, safe. So, dann geht's los. Es gibt noch ein zweites, das Intro geht noch weiter, aber dann sehen wir schon Figuren und das will ich nicht. Dann, so, hier seht ihr meinen Ahnenhöhle-Spielstand, den benutzen wir jetzt nicht. Den laden wir vielleicht irgendwann, wenn ich den eingeholt habe, weil die Ahnenhöhle ist halt in der Mitte des Spiels. Und ja, wenn ich da bin, dann übernehme ich vielleicht den Spielstand, wo ich die ganzen coolen Ahnenhöhle-Items habe. Wir nehmen jetzt einen neuen Spielstand und unser Held heißt Maxim. Und ich mag es, wenn man die Heldennamen beibehält, also heißt er jetzt auch Maxim und nicht Mad-Eye oder so. Okay, schön. Und da ist er. Meister Hagel. Meister Hagel, ja, so sieht er aus. So, wie spreche ich Maxim? Maxim spreche ich viel. Also, wir sprechen, glaube ich, einfach ganz normal. Tia, bist du hier? Hallo, den Putzner. So, das ist Tia, die sprichst du. Und Tia ist so Maxims Kindheitsfreundin und wäre echt gerne Mrs. Maxim. Okay. Sei gegrüßt, Maxim. Wie war die Jagd? Ganz gut, ich habe 6 Blobs erlegt. Mal sehen. Das sind dann 120 Goldmünzen. Moment mal, Tia. Es sind 6 Blobs. Das macht genau 180 Goldmünzen. Du hast recht, Maxim. Doch die Prämie wurde gesenkt. Es gibt einfach zu viele Dämonen hier. Das stimmt. Es werden von Tag zu Tag mehr. Also das ist eine super Idee, die Prämie zu senken, wenn es zu viele gibt. Tja. Es werden von Tag zu Tag mehr. Ich frage mich, woran es liegt. Es ist beängstigend. Kowal. Eigentlich sollte ich mich glücklich schätzen, denn schließlich bin ich Dämonenjäger. Natürlich. Maxim, hast du eigentlich jemals daran gedacht, einen normalen Beruf zu ergreifen? Was ist denn für dich ein normaler Beruf? Nun ja. Wie wäre es mit Ladenbesitzer? Zum Beispiel? Ich und Ladenbesitzer den ganzen Tag im Laden rumstehen? Niemals. Er begreift nicht, worauf ich hinaus will. Maxim Bonobaka! Ja, so Tsundere ist die aber nicht. Nee. Wie nennt man das, wenn die total anhänglich sind? Yandere. Nee, das ist sie ja auch nicht, dann wäre sie ja irre. Ja, dann wäre sie anhänglich und irre. Irre ist sie aber auch nicht, sie ist halt nur anhänglich.
und niemand mag sie. Bestimmt gibt es da irgendeinen Dere-Typ, aber ich kenne die nicht alle. Okay, also niemand mag Tia. Also die ist, glaube ich, der von allen Charakteren der least favorite von so ziemlich jedem. Okay. Hast du was gesagt, Tia? Vergiss es, hier sind deine Goldmünzen. Nee, gar nix. Ich kann schon steuern. Okay, ich kann steuern. Habe ich auch schon ein Menü? Ja, habe ich. Okay, ich bin Dämonenjäger von Beruf. Mit was für geiler Ausrüstung ziehe ich in den Kampf? Ich habe ein Obstbesser und einen Leinenmantel. Ja, schön. Es passt nicht so ganz zu der Darstellung mit der Ritterrüstung, dem Schwert und dem Schild, ne? Nee, nicht so ganz. So, Tia, bist du noch da? Kann ich mit dir reden? Maxim, bitte pass auf dich auf. Kann ich dir irgendwie helfen? Ah, okay, sie ist jetzt schon ein Shop. Okay, was gibt's? Sie ist ein Shop. Ja, sie ist ein Shop, das ist so. Also, jetzt zumindest. Also es gibt Kraftwasser, das ist so das normale Heilmittel. Es gibt Gegengift, brauche ich auch nicht erklären. Was interessant ist Warp, Flucht und Bumerang. Also Warp ist einfach, verlass den Dungeon, das ist ein Fluchtseil. Nee, Flucht ist ein Fluchtseil. Warp ist, beam dich zu einer Stadt, bei der du schon mal warst. Und Bumerang ist so ein einmal werfen und Schaden machen. Ich kann auch irgendwo einen Hilfetext einblenden. Da. Schädigt alle Feinde. Also das kann ich einmal werfen, dann macht er Schaden, dann ist er weg. Ansonsten braucht man den mit dem Arsch nicht anzugucken eigentlich. Okay. Wir sind in Taya. Ist das eine Frau? Ich glaube ja. Oder ein Typ mit einem sehr langen Zopf. Ich konnte Tia bis hierher schreien hören. Du solltest dich bei ihr entschuldigen. Pff, so weit kommt's noch. Kleines Mädchen. Warum kommt Tia eigentlich mit jedem klar, nur mit dir nicht? Ich glaube, die kommt schon mit mir klar. Sehr gut sogar. Also nicht so gut, wie sie gern würde, aber... Maxim! Bald schon werde ich dir die Mysterien der Höhlen offenbaren. Und zwar... jetzt. Oh, das ist sehr bald. Sei gegrüßt, Maxim! Nun ist die Zeit gekommen, da dir die Mysterien der Höhlen offenbart werden. Ich erwarte dich in der Höhle im Süden. Okay, Höhle im Süden. Ich find's geil, wie er uns das so eine Minute vorher noch gesagt hat. Er ist halt getriggert, dass er sofort losrennt, wenn du versuchst, die Stadt zu verlassen. Ja, schon klar. Ich glaube, ich will aber noch hier in den Magic Shop. Also erstmal, was können wir? Also wir haben Ausrüstung, wir haben aber auch Zauber. Maxim kann prinzipiell zaubern. Er hat bis jetzt aber keinen Zauber. Mhm. Zauber muss man in diesem Spiel kaufen. Also man geht hin, sagt hier, ich kaufe Stark. Stark ist ein Heilzauber. Okay. Danke, Mois. Danke, Mois. Und jetzt kann ich für Maxim den Heilzauber kaufen. Glaube ich zumindest. Kann ich das überhaupt? Nee, ich habe gar nicht genug Geld. Okay, dann kann ich's nicht. Dann erkläre ich das, wenn ich genug Geld habe. So, was gibt's hier noch? Kleiner Junge. Letzte Nacht sah ich einen roten Lichtball in die nördliche See stürzen. Was das wohl bedeuten mag? Er klang wie tot. Wieso wie tot? Ich weiß nicht, aber sprichst du nicht auch tot so ähnlich? Keine Ahnung. Oder beziehungsweise Tod hat doch auch so eine ähnliche Stimme. Keine Ahnung. Deine Schwertkünste sind hervorragend. Du scheinst ein Naturtalent zu sein. Natürlich, ich bin der Held in einem JRPG. Ich kann alles. Ja, ich kann alles. Ich muss nach Tarika gehen, um Großvater seinen Tee zu besorgen. Die Stadt scheint so friedlich. Ich habe Könige sterben und Dämonen weinen gesehen. Ich bin allwissend. Okay. Über welches Thema soll ich dich und um Gottes Willen, Tutorialmann, geh weg. Oh mein Gott, der Tutorialmann, Hilfe. Du kannst jederzeit wieder herkommen, wenn du nach weiteren Informationen dürstest. Hollerö und hallo, was kann ich für dich tun? Da ist es. Das wird Toffi gefallen. Aber Hollerö, wir sind, Moment, das Let's Play läuft seit 14 Minuten und wir haben das erste Hollerö. Hollerö.
Ja, das ist ein Priester, bei dem kann man tote Mitstreiter wiederbeleben. Man kann heilen, das finde ich etwas irreführend, weil das ist nicht heilen, sondern entfluchen. Und vor allem kann man bei Priestern speichern. Das ist schön. So, und jetzt auf zum Tutorial Dungeon. Weltkarte. So, eigentlich gibt es auf der Weltkarte Zufallskämpfe, nur auf dieser kleinen Insel gibt sie nicht. Sobald ich über diese Brücke gehe, gibt es Zufallskämpfe. Wir sind ein Riese. Ja gut, das ist ja normal. Höhle der Geheimnisse. Das hat aber gedauert. In dieser Höhle werde ich dir ein paar nützliche Techniken beibringen. Zunächst musst du dich mit dem Bewegungsmuster der Monster vertraut machen. Sie bewegen sich nur, wenn du dich bewegst, also nur keine Panik, wenn sie sehr nah bei dir sind. Na, da kommt ja ganz zufällig ein Blob vorbei. Zeig mir, was du kannst. Ja, ganz zufällig. Aber das Coole an diesem Spiel ist, und das war für die damalige Zeit echt untypisch, die Gegner sind auf der Karte sichtbar. Ach so, ja, Und man kann jetzt den Kampf auslösen, wenn man die berührt. Und beim Blob ist es jetzt egal, aber bei manchen Gegnern spielt es auch eine Rolle, ob man den jetzt von hinten oder von vorne berührt. Ach so, krass. So, was können wir tun? Wir können theoretisch zaubern, wir haben aber keinen Zauber. Also erstmal können wir hier direkt flüchten oder... Das weiß ich gar nicht genau, was ist das? Ich glaube, da können wir die Anordnung der Kämpfer ändern, aber da wir nur Maxim haben... Ja, wir können hauen, wir können zaubern, wir können verteidigen, also ne, wir opfern die Aktion und nehmen dafür weniger Schaden, wir können Items benutzen und das hier unten erkläre ich später. Da Maxim keine Zauber hat, können wir erstmal nur angreifen und unser Gegner ist ein Proto-Blob. Au. Und tot. Was für ein harter Kampf. Das ist unser Maxim. Blobs haut er weg wie nix. Aber immer schön auf der Hut sein. Manche Monster sind flotte Flitzer. Lass dich nie von ihnen einkreisen. Sie können sehr unangenehm werden. Da sie sich nur bewegen, wenn du dich bewegst, solltest du immer erst denken und dann handeln. Auf geht's in den nächsten Raum. Bewegen sie dich echt nur, wenn man sich selber bewegt? Ja, ja. Oh. In diesem Raum probieren wir das Ringmenü aus. Es erscheint, wenn du Select drückst. Wähle dann mit dem Steuerkreuz aus. Bis jetzt besitzt du nur den Pfeil. Das wird sich bald ändern. Okay. Wenn du mit dem Y-Knopf einen Pfeil auf einen Gegner schießt, erstarrt er vorübergehend. Wie sagt man doch? Monster, die starr sind, beißen nicht oder so. Erstarrte Gegner kannst du berühren, ohne dass es zu einem Kampf kommt. Die Gegenstände aus dem Ringmenü stehen dir in unbegrenzter Anzahl zur Verfügung. Mit Select und dem Y-Knopf hast du das Ringmenü im Griff. Du wirst es gut gebrauchen können. Es liegt jetzt an dir, ob du den Blob bekämpfst oder ihn ein wenig erstarren lässt. Jo, Ringmenü hier, wir haben den Pfeil. Wir können den Pfeil schießen. So, also ich kann mich jetzt, also wenn ich hier stehen bleibe, dann bewegt sich der Blob nicht. Wenn ich mich bewege, bewegt er sich vielleicht auch nicht, aber dann kann er sich zumindest bewegen. Ach so. Und wenn ich ihn mit dem Pfeil abschieße, dann bewegt er sich, glaube ich, 5 Schritte lang gar nicht mehr. Und ich kann vor allem, normalerweise, wenn ich ihn berühre, also direkten Kontakt mit ihm habe, gibt es eigentlich einen Kampf, aber jetzt nicht, weil er erstarrt ist. Was ich auch noch kann, ist mein Schwert schwingen. Das ist aber nur da, um Büsche umzuhauen. Okay, also wenn der erstarrt ist, kann man ihn aber auch nicht angreifen. Nein. Okay, das ist nichts Neues. Weiter. Tja, sieht nicht gut aus mit der Brücke. Doch wenn du den Schalter berührst, ist sie wieder intakt. Leider ist der Schalter drüben. Pech gehabt. Hiermit endet dieses nette Spiel. Hiermit ist dieses nette Spiel leider beendet. Das war Let's Play Luvia. Nein, natürlich nicht. War doch nur ein kleiner Scherz. Natürlich gibt es eine Möglichkeit, den Schalter umzulegen. Und jeder hat sie jetzt schon erraten.
probier doch einfach mal mit einem deiner Pfeile aus. Ja. Oh nein, ich hab's gelöst. Ich bin Gott. Okay, das ist immer der gleiche Text. So, ich mach mal das Ding wieder zu, damit er auch ja nicht hinterherkommt. Ach, scheiße, er kann fliegen. Die Tür scheint mir verschlossen zu sein. Kannst du sie öffnen? Also der hält mich wirklich für einen totalen Schwachkopf. Irgendwie klingt das schon so. Oben links ist ein kleines Schalterchen zu sehen. Stell dich einfach drauf. Ich sehe doch jetzt schon, was der Witz ist. Ich stelle mich drauf und dann ist er offen. Ich gehe weg und dann ist er wieder zu. Wetten? Ja. So einfach ist das, wenn du vom Schalter heruntergehst, schließt sich die Tür wieder. Sieht aus, als ob man etwas auf den Schalter schieben müsste. Wie wär's mit einer Säule? Drücke den A-Knopf und laufe los, um die Säule zu verschieben. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Fein! Nächste Übung folgt! Maxim, du bist ein Talent! Einen Moment noch! Ich hab was vergessen! Ich bin einfach so kreiert wie so. Ja, keine Ahnung, so ein Teenager-Mädchen. Ich finde, euch müsst ihr ihm so Tihi lesen. Ja, irgendwie schon. Ich hab dir noch nicht den Zauber gegeben, den du unbedingt brauchst. Es ist der Venus-Furz-Zauber, bitte. Den nehme ich auch, ja. Ursprungszauber! Das klingt ja krass. Wenn du in einem Raum die Säulen lustig hin und her schiebst, musst du an eins denken. Säulen kann man nur schieben, nicht ziehen. Es ist anatomisch unmöglich. Wenn du sie an eine Wand schiebst, hat der Spaß ein Ende. Doch der Ursprungszauber hilft dir aus der Patsche. Er stellt den alten Zustand des Raumes wieder her. Das ist quasi einmal bitte reset, den Raum resetten. Mhm. Übrigens auch Monster, die du getötet hast, sind dann wieder da. Ja gut. Ach, sag das immer. Sogar die Monster rücken wieder in ihre vorherige Position. Da dieser Zauber keine MP verbraucht, kannst du ihn guten Gewissens oft anwenden. Mit diesem Zauber kann dir kaum noch etwas passieren. Du findest diese Aktion auch auf dem Ringmenü. Drücke Select und das Steuerkreuz hoch runter. Finde ich übrigens geil. Das Ringmenü hat ja eigentlich einen Ring, auf dem noch diese Items sind, und der Ursprungszauber liegt auf einem anderen. Also es gibt eigentlich zwei Ringe, aber der Ursprungszauber ist... So rafft erstmal keiner, dass es ein, warum es ein Ringmenü ist, weil es nur einen Gegenstand auf einem Ring gibt und das bleibt eine ganze Weile so. Ja, irgendwie schon. Okay, was nun? Wenn du diese Pfeile auf dem Boden siehst, kannst du nach unten springen. Komm, trau dich! Ja, und das ist wie bei Pokémon. Runter geht, aber hoch nicht. Ach so. Ups. Hui. Hui. Okay, das war einfach. Gott, nicht viel weg vor dem Alten. Die nächste Tür öffnet sich nur, wenn du alle Monster besiegst. Wenn du keine Hinweise oder ähnliches findest, ist das Besiegen aller Monster immer ein Weg. Oh, gleich zwei. Hexe. Ja, noch sind die Monsternamen langweilig. Ja, das sind ja auch die Standardmonster jetzt erstmal. Lustig wird's, wenn er irgendwann anfängt, dass die Monster eine neue Farbe kriegen. Dann kriegen die mitunter merkwürdige Namen. Vincent. Ich hab Sacred in Sätze gespielt. Stimmt. Dieser Anime nochmal. Welcher? Ich habe 3000 Schleime getötet und bin jetzt aus Versehen auf dem höchsten Level. Genauso. Sowas. Nee, ich glaube 300 Jahre lang Schleime getötet und das höchste Level erreicht. Ach so. Ja. Der ist überraschend gut. Ja, ich habe nicht viel davon gesehen, aber war ganz cute. Das Witzige in Lufia finde ich, dass die Schleime überhaupt keine einzige typische Schleimeigenschaft haben. Also die können mich nicht vollschleimen, die können sich nicht teilen. Das sind einfach nur die letzten Nichtskönner. Schön. Jetzt haben wir 300 Jahre lang welche von denen besiegen.
Mit dem B-Knopf schwingst du dein Schwert. Es ist gerade dazu geschaffen, Gras zu mähen. Das hat mir der Junge in den grünen Klamotten gesagt, der immer nur Zert ruft. Ja, aber ich glaube, Feen gibt's hier nicht, oder? Nee, aber wieso Feen? Ja, weil man doch manchmal welche im Gras findet. Das ist aber eine relativ neue Entwicklung. Das, ja, wobei... es ist auch. Bei TOTK ist es auch gar nicht mehr, ne? Nur bei BOTW. Zumindest habe ich bei TOTK nie eine im Gras gefunden. Mhm. Also ich entweder hatte ich einfach ultra viel Pech oder das ist einfach nicht mehr so wie vorher. Oft sind unter dem Gras Schalter versteckt. Versuch dein Glück. Ich mähe mal alles. Ich weiß, ich habe überhaupt keine Ahnung, unter welchem Grasbüschel der Schalter sein könnte. Ja, vollkommen unoffensichtlich. Das Schlimme ist, Lufia ist ganz gut darin, Dinge zu verstecken. Und es würde mich nicht mal wundern, wenn ich jetzt ein Secret finde, weil ich alles ummähe. Ja, wer weiß. Einen hast du aber jetzt nicht umgemäht. Hä, wo denn? Na, da hinten, oder nicht? Ich glaub, der ist... Nee, das ist keiner. Ach so, das ist Deko, okay. Gefäße nimmt und stellt man mit dem A-Knopf ab. Mit dem R-Knopf kannst du dich in alle Richtungen drehen, ohne dich auch nur einen Schritt zu bewegen. Das ist ganz nützlich, besonders wenn es eng wird. Also immer an den R-Knopf denken. Was wird wohl passieren, wenn du das Gefäß auf die Platte stellst? Sei nicht so schüchtern! Ich dachte, er soll das jetzt so an die Wand hauen wie Link. Nee, man kann also Gefäße hochnehmen und... Wir sind ja nicht Link, wir sind Maxim. Okay, wir können die abstellen. Okay. Naja, alles klar. Wir machen ihn hier drauf, geht die Wand auf. Hol ich zweiten Krug, setz ihn hier drauf. Also ja. die Rätsel in diesem Spiel werden noch anspruchsvoller, glaubt's mir. Ich glaub's dir. Und dann kriegen wir auch hoffentlich lustige Rätseltexte. Ich glaube, im Tutorial-Dungeon kommt kein Rätselreim. Das ist total atypisch. Nun, das war meine kleine Übungslektion, doch du wirst noch viel lernen müssen, mein Junge. Streng dein Köpfchen an. In Höhlen, Türmen und Türmen und Türmen und Türmen und ganz vielen Türmen und Labyrinthen wirst du viele Rätsel lösen müssen, aber habe ich erwähnt, dass ungefähr 90% aller Dungeons Türme sind? Jetzt schon. Das hört sich ja nicht ganz einfach, aber du hast das Zeug, es zu packen. Oh, Alter. Ja, man kann diesen Tutorial... Also ich hätte mir gerne so einen Knopf gewünscht wie... kennst du das Spiel? Ja, dann geh direkt in den ersten Dungeon und überspring die Höhle. Aber gibt's nicht, man muss es machen. So, wir gehen das so ein bisschen Dungeon für Dungeon durch, denke ich. Das heißt, das wird jetzt das Ende dieser ersten Folge sein. Und dann gehe ich einfach speichern und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Das war dann der erste Teil. Ist jetzt noch nicht so spannend gewesen, aber glaubt mir, es wird noch besser. Ich glaub's dir. Und dann wird Sailor Cat auch ein bisschen mehr Text bekommen. Hoffe ich. Joa, das werden wir sehen. Wobei das Erstaunliche an Lufia ist, man ist... länger als in anderen Rollenspielen erstmal alleine unterwegs. So, das war's mit Lufia. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles macht. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach unten. Wir sehen uns beim nächsten Mal im ersten richtigen Dungeon. Ciao. Ciao.